in der Hauptbücherei gab es für Kinder ein Theater der besonderen Art mitzuerleben. Im Rahmen des Lesophantenfestes brachte die Wiener Band die Strottern Kinderaugen zum Leuchten. Mit viel Spaß und Unterhaltung wurden den Kleinen spielerisch die Wiener Sprachkultur nähergebracht. Eine Theateraufführung zum Mitsingen, Mitspielen und Mitmachen. Das gibt's nur bei den Strottern. Clemens Lendl liebt sichtlich die Arbeit mit Kindern. Es ist ein hartes Publikum. Kinder ist immer ein hartes Publikum. Also man muss eine Stunde lang Vollgas geben. Du darfst nie eine Sekunde nachlassen, dann sind sie sofort weg. Aber du kriegst unheimlich viel zurück. Also es ist wahnsinnig lustige Sachen und berührende Sachen. Und schön ist es einfach. Die Künstler verstehen ihren Job und verzaubern die Kinder mit selbst komponierten Liedern. Eisbär, Affen, Zebra, Löwe, Giraffe, Puma und die Möwe, Klapper, Schlange, Krokodil. Alle Tiere haben nur ein Ziel. Sagt es ihm. Ja. Ja. Drum hat irgendwer heute Nacht in Schönbrunn die Türen aufgemacht. Leibernd haben sich die Tiere gedacht und sich aus dem Staub gemacht. Achtung, Achtung an alle in der Stadt und auf der Bahn. Achtung, Achtung, in Schönbrunn ist großer Lärm. Die Wiener suchen und sie suchen in Gassen und in Häuserschluchten. Bald kriechen's müd auf alle Viere, doch sie finden keine Tiere. Aber wir wissen schon, was sie sind, oder? Ja, sagen wir's ihm, sagen wir's ihm. Der Elefant frühstückt mit seinem Schatz das Gras von einem ganzen Fußballplatz. Die Fledermaus mit ihrem Vater fährt heimlich autodrom im Prater. Der Schmetterling, der trinkt Früchtetee mit der Prinzessin. Eule, Seehund und Fischotter, die fahren in der U-Bahn und lesen. Genau, der Löwe färbt in seine Mähne beim Friseur eine grüne Strähne. Und der Waschbär, der kauft sich ein Haarshampoo und das Stinktier, das sperrt sich ein. Achtung, Achtung an alle in der Stadt und auf der Bahn. Achtung, Achtung, in Schönbrunn ist großer Lärm. Nach einer Stunde actionreichem Vollprogramm mussten sich die Herren dann auch wieder verabschieden. Doch Eindruck haben sie bei den Kindern auf jeden Fall hinterlassen. Mir hat so gut gefallen, dass die wienerische Musik, das bei der Pest, das hat mir richtig gut gefallen. Für alle, die den Auftritt in der Hauptbücherei verpasst haben, gibt es zum Schluss noch eine gute Nachricht. Denn schon morgen gibt es um 17.15 Uhr das liebevoll gestaltete Theaterstück in der Bücherei Donaustadt mitzuerleben. Weitere Infos gibt es unter büchereien.wien.at.